Ich bin viel auf Amazon unterwegs und da gibt es auch dieses Ape-Man Multicoated 10x42 Fernglas. Und die Bewertungen waren so genial und es war auch so ein Fotografierdings dabei, dass ich mir gedacht habe, ich muss das ausprobieren, weil ich bin ein bisschen auf Ferngläser, fahre ich ab. Als ich es dann bekommen habe, kam die böse Überraschung und wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ostmann vom Survival Shop Problemskund, schön, dass du dabei bist. Das Ipman kommt zu mir nach Hause, Amazon-Schachtel, ich mache es auf, mache die Schachtel auf, da ist dann ein Zubehör dabei, alles nicht wichtig, ich greife es an und denke mir, okay, es ist ein günstiges Teil, wie gesagt, ich gebe da den Link auf Amazon, schau dir das an, kostet wirklich nicht viel und na, dass das jetzt nicht verarbeitet ist wie ein Zeiss Leica oder Swarovski oder was weiß ich was, das ist klar, aber es fühlt sich jetzt einmal nicht so schlecht an, sei es drum. Und gehe nach draußen und nehme sicherheitshalber gleich ein Referenzglas mit, zum Beispiel das Nikon, das Pro Staff, das habe ich schon einmal vorgestellt, gebe da oben den Link, ist ein nettes Glas. Nehme dann natürlich auch gleich dieses Teil damit zum Fotografieren, da kann man das Handy einklappen, das gibt man dann auf die Augenmuschel drauf und alles gut. So. Und, aber ich will das aufbauen. Und gehe raus und denke mir nichts Böses, stelle mich raus und schaue in die Gegend raus auf waldurlaub.at. Billige Eigenwerbung, schau mal vorbei und denk mal, ich schau mal darüber, was da los ist. Und schau rein und denk nur, okay, warte mal, muss man mal einstellen. Muss man mal da die Filzschärfe einstellen und dann nachher scharf stellen. Und dreh und mach und umso länger ich da durchschaue, umso mehr glaube ich, ich muss zum Augenarzt, irgendwas stimmt mit meinen Augen nicht. Nehmen wir mal das Pro Staff, das auch nicht unbedingt so high-end ist und schau durch und sag, boah, voll klar. Liegt es vielleicht nicht an meinen Augen, sondern an dem hier. Und denk mal, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht habe ich ja das Falsche bestellt, weil die Bewertungen auf Amazon, die waren ja alle so positiv, vielleicht habe ich das Falsche bestellt. Ich schaue nach, denk mal, da schreiben alle glasklar, voll super, voll genial. Und dann denke ich mir, entweder sind das sogenannte Fake-Bewertungen, also die haben einfach was geschrieben, weil sie halt Geld dafür gekriegt haben, oder die Leute sind alle, weiß ich nicht, haben alle Fehlsichtigkeit und genau das hier ist besser. Wenn ich hier auf Altolab.at, klar, wie gesagt, runterfahre, rausfahre in den Bioland-Shop und dort hingehe und sage, ich hätte gern zwei Aschenbecher. Wozu brauchst du die? Ich will ganz kurz überprüfen, ob ich damit besser sehen kann als mit dem Fernglas. Und ich gehe raus und nehme die und schaue durch, sehe ich durch einen Aschenbecher sehe ich sicher besser als durch diesen Quixi-Quaxi hier. Wirklich wahr. Jetzt kannst du sagen, hey, du bist eine Diva. Ja, ich bin natürlich eine Diva, aber ich habe ja eh nicht viele Ansprüche, aber es ist total scharf. So, unscharf. Jetzt kannst du sagen, hey, ich will das selber sehen. Also entweder bestellst du es auf Amazon selber, was ich dir nicht empfehlen mag, aber jeder hat so seine masochistische Ader, dann bestellst du ruhig. Aber ich habe mir gedacht, ich mache dir ein Foto. Denn das ist schon eine gute Sache. Man kann hier das Ding draufsetzen, ja, und dann da ein Foto machen. Und da mache ich dir jetzt ein Foto da raus, so, und das blende ich dir jetzt ein. Aber, dazu kommt noch was. Was ist das wert? Es ist nur etwas wert, wenn man einen Vergleich dazu hat. Und zwar dazu nehme ich jetzt das Nikon. Bei dem ist es so, dass der Durchmesser von diesen Augenmuscheln, der ist dünner. Das heißt, ich muss hier ein bisschen tricksen. Ja, ich trickse hier und ich mache dir auch da ein schönes Foto. Und blende es dir ein. Und dann entscheide, was besser ist. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn du unbedingt dein Geld verbrennen willst, dann mach das und kauf dir ein Ape-Man. Also, das kommt zurück zu Amazon. Ich nehme das sicher nicht. Das ist eine absolute Frechheit. So etwas. Das hier ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir Ressourcen verschwenden für nichts. Für nichts. Wenn diese Pfeifendeckeln, ja, ein bisschen mehr investieren würden und ein Fernglas machen könnten, das kostet um das Doppelte, aber dann ist es so gut wie das und dann kann ich sagen, ja, kauf es dir. Wahrscheinlich kann man diese Qualitätsstufe noch einmal günstiger machen, weil da zahlt man halt auch den Namen Nikon und so weiter. Das könnten diese Ape-Man, diese Affenmänner sicher auch schaffen. Aber macht niemals Produkte, die einfach nur Müll sind, diese Frechheit, weil das kann man... Das ist Ressourcenverschwendung und irgendwer hat das Ganze auch von China hierher nach Europa gebracht und es geht ja in der USA, wird das angeblich auch verkauft. Und mit irgendwelchen Fake-Bewertungen nicht, das ist jetzt mutmaßlich natürlich, ja, wird das Ganze angetrieben und verkauft und in Wahrheit ist es nur ein Schaß mit Quasteln.
Und das ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Also da komme ich echt nicht mit. Da komme ich echt nicht mit. So, daher. Auch wenn Ape-Man mich jetzt hasst, wobei ich habe Ape-Man-Produkte, zum Beispiel so Wildkameras, so Beobachtungskameras, die ich für das Fallenstellen sozusagen einsetze. Also ich mache hier bei mir auf meinem eigenen Grundstück sozusagen Fake-Fallen. Ich töte keine Tiere damit, ich fange sie nicht, ich möchte nur sehen, ob der Auslöser funktioniert. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und da habe ich auch Ape-Man. Und mit dem bin ich hundertprozentig zufrieden. Die sind total genial, das ist voll super. Aber wenn dich Fallenstelle übrigens interessiert, gebe ich da den Link, billige Erklärung zu meinem Nahrungsvideo Online-Kurs. Da zeige ich dir dann einiges. Aber wurscht. Aber das ist Müll. Also das Video mache ich, um dich davor zu warnen, diesen Scheiß mit Quasteln zu kaufen. Wenn du ein günstiges Fernglas suchst, dann kauf dir zum Beispiel das Nikon. Ich habe jetzt gerade ein Baschnell, wird auch in China produziert, so eine US-amerikanische Marke, im Test. Das ist auch gut, das kostet auch nicht die Welt. Kommt auch einmal ein Video dazu, aber bitte kein Krimskrams kaufen und an die ganzen Hersteller da draußen und FBA-Leute bei Amazon und so weiter, wenn du da dabei bist, weil du gerade deine Produktrecherche machst. Bitte verkauft keinen so einen sondern schaut, dass ihr gute Qualität habt, kriegt es auch noch immer einen guten Preis und dann kriegt es auch eine gute Bewertung von den Produktbewertern und dann läuft es auch und dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, dass du Leute verarscht und den Planeten unnötig verschmutzt mit so einem Schaf aus. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Oder vielleicht habe ich ja ein Montagsmodell bekommen. Ja, ganz genau. Ja, genau. Und schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Ape-Man hältst. Was ist dein günstiges Fernglas? Das würde mich interessieren. Schreib mal einfach was. Daumen nach oben oder nach unten. Da ist der Abo. Bitte, da geht es zu meinen Büchern. Magst vielleicht mich unterstützen oder ein Buch bei mir kaufen. Das würde mich irrsinnig freuen. Da, anderes Video. Hat mich gefreut. Dein René Osman und Ape-Man sucks. Bäh.